Am Anfang war es auch so, hier auf dieser Terrasse waren Martin Lewald und Simon Grohe, also der Produzent und der Producer, um mit mir über die Romane zu diskutieren. Und da fielen noch so Sätze wie, ja, im Fernsehen, da laufen ja hauptsächlich Kriminalfilme, da ist ja für was anderes kaum noch Platz oder so. Und ich sagte, ey, was wollt ihr eigentlich von mir hier? Und dann hat Martin gesagt, ja, uns interessieren die Figuren deiner Romane. Du erzählst ja gesellschaftliche Realität und deswegen sind wir hier. Und damit haben sie sich die Tür bei mir weit aufgemacht. Seitdem sind wir in intensiven Gesprächen und am Anfang wollte überhaupt niemand diese Filme machen. Als die Bücher dann in den Bestsellerlisten ganz oben waren und überall darüber geschrieben wurde und so, da gab es dann eine Phase, da wollte jede zweite deutsche Filmproduktion die Rechte kaufen. Und da habe ich gesagt, nö, das mache ich mit Simon und Martin, die beiden interessierten sich doch so sehr für die Figuren. Und dann hatte ich die Hoffnung, dass sie näher an meinen Figuren bleiben. Denn ich habe ja als Autor auch eine Verantwortung meinen Figuren gegenüber. Wie man als Vater seinen Kindern gegenüber eine Verantwortung hat. Und ich weiß dann, man kann nicht Seite für Seite verfilmen. Das ist Blödsinn, sowas. Das würde auch kein guter Film übrigens. Man kann aber darauf achten, dass der Spirit der Bücher erhalten bleibt und dass meine Figuren wirklich meine Figuren bleiben, dass ich die wiederfinde. Ja. Ich selber gehe beim Schreiben ganz in die Figuren hinein und sehe die Welt aus der Sicht dieser Figur. Und wenn ich zum Beispiel die Welt aus der Sicht von Frank Weller sehe, dann ist es die Welt eine völlig andere, als wenn ich die aus der Sicht von Rupert sehe. Und trotzdem leben beide in derselben Welt und arbeiten an dem gleichen Ort. Und ich finde, das will ich wiederfinden. So. Und das geschieht ja in einem hohen Maß. Ich merke, dass die Schauspieler zunehmend in die Rollen hineinwachsen, was auch damit zu tun hat, dass es für Schauspieler natürlich toll ist, Rollen auszufüllen, in denen schon mal jemand war. Weil dann kann man selber rein. Sonst haben sie es mit so Marionetten zu tun. Ne, da zieht man dann, deswegen hebt er die Hand hoch. Bei mir hebt er die Hand hoch, weil das von innen herauskommt. Und darum arbeiten wir auch so gern mit den Schauspielern und den Regisseuren zusammen. Jeden Regisseur, jede Regisseurin führen wir ja vorher ein paar Tage durch Ostfriesland, zeigen ihnen Orte und reden mit ihnen darüber, was uns wichtig ist. Was wir sehen wollen, was wir im Film wiederfinden wollen, das ist oft eine große Bereicherung. Wir sagen mal, wir norden sie ein. Ja, ne? wenn wir sie hier hinführen. Genau. Das ist auch immer total schön, also wenn ich zu den Warm-ups gehe zum Beispiel oder so, oder mal zum Abschlussfest die Filmcrew treffe. Also ich bin auch gerne dabei so und spreche mit ihnen. Wie geht's euch denn? Alles gut? Also so, also es interessiert mich einfach auch, wie es den Filmschaffenden vor Ort hier bei uns geht und so. Und ich unterhalte mich gern darüber, über die Prozesse und auch über gemeinsam mit dem Produzenten, mit Martin Lewald und mit Simon Grohe, die das auch so, ja schon seit vielen, vielen Jahren sind die ja schon dran, das zu verfilmen. Und ich finde, sie machen es mit sehr viel Herzblut, ja, mit sehr viel Verantwortungsgefühl und sind sehr, sehr darauf bedacht, dass es eben genau, dass es alles ganz, ganz eng mit Klaus-Peter abgestimmt ist, dass es eben auch stimmig ist. Also sowohl vom Drehbuch her, als auch von den Figuren her und von den Locations, dass es eben auch die Fähre, die nach Wangerooge fährt, auch die Fähre nach Wangerooge ist und nicht die Fähre, die, was weiß ich, in Schleswig-Holstein abfährt oder so Richtung Amrum. Also, weil das kriegen die Leute mit, sowohl die Touristen selber als auch die Einheimischen, das sehen die. Und da achten die sehr drauf und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, es ist eigentlich so, also wenn wir nicht die Nordsee-Detektive machen, das ist anders, weil wir zu zweit haben, sondern dann schreibe ich richtig mit einem Füller in solche Kladden und dann entscheide ich eigentlich nur aus Sicht, welcher Figur will ich heute erzählen. Und dann, je mehr ich reinkomme, habe ich das Gefühl, die Figur erzählt mir die Geschichte.
Und ich gucke dem Füller beim Schreiben zu. Deswegen ist das so eine große Freude. Meine, was ich als Autor leisten muss, ist zu sagen, so, jetzt bist du ruhig, jetzt bist du dran. Und dann ja, übergebe ich das Wort jemand anderem. Gerade habe ich das Opfer sprechen lassen und die Welt aus der Sicht des Opfers gesehen. Jetzt sehe ich die Welt aus der Sicht des Täters. Sieht die Welt völlig anders aus. Das leuchtet jedem ein. Und dann schreibe ich eine Weile aus der Sicht des Täters, bis ich das abbreche und in die ermittelnde Kommissarin gehe. Ja, ich mag den gerne. Ich weiß, dass es Frauen gibt, die finden den total doof. Ich, natürlich, ich würde ihn auch nicht als Mann haben wollen. So ist es nicht. Aber ich finde, er ist ja auch in sich so eine gebrochene Figur, sage ich einfach mal. Er ist ja nicht nur der Arsch. Und ich glaube, das macht den Reiz dieser Figur aus, so, dass er eben auch im entscheidenden Moment auch ein guter Kerl ist. Und das ist das, was mir dann ganz gut gefällt. Er ist nicht nur der Blödmann, sondern eben auch, und Barnaby macht das einfach. Er spielt es wunderbar raus und das macht er mit viel Leidenschaft. Ja, was und mir bei Barnaby so schön gefällt, ist, dass der das selbstironisch spielt. Ja. Das ist eine ganz schwere Rolle, diese Rupert-Rolle. Das könnte auch eine Knallchargennummer werden. Mhm. Aber dadurch, dass er das so spielt, dass wir nicht wissen, ist er so dumm oder ist er so weise? Mhm. Meint er das wirklich oder tut er nur so? Führt er uns aufs Glatteis? Das ist ein ganz, ganz dünnes Eis, über das er da geht. Und das macht er ganz toll. Er spielt das mit ironischer Selbstdistanz. Und das ist ganz toll, finde ich. Ja, ach, das ist echt gut. Welcher Autor, welcher lebende Autor hat denn das Glück zu sehen, dass drei große Schauspielerinnen nacheinander eine Figur verkörpern, die er geschaffen hat? Erst war Christiane Paul, die eine ganz andere an Katrin Klaassen abgeliefert hat, als dann Julia Jentsch drei Filme lang. Und jetzt macht es Pico von Grote wieder anders, weil diese Figur an Katrin Klaassen so facettenreich ist. Muss nicht eine Schauspielerin die andere nachmachen, sondern kann sich eine Facette dieser Persönlichkeit nehmen und die herausarbeiten. Ich glaube, außer mir hat das nur noch Simenon erlebt mit seinem Migret. Und das macht mich schon sehr glücklich. Also das begann damit, dass ich ganz früh, als ich noch in Gelsenkirchen gelebt habe, da waren die ersten, die mich als jungen Autor ernst genommen haben, ich war 14, 15, das waren die Arbeiterschriftsteller aus dem Ruhrgebiet. Einige kennt man noch heute, Max von der Grün zum Beispiel, der erst Bergmann war unter Tage. Und von denen habe ich sozusagen schreiben gelernt. Was ich aber vor allen Dingen von ihnen mitbekommen habe, ist ein sozialer Blick auf die Gesellschaft und auf soziale Probleme innerhalb einer Gesellschaft. Die haben natürlich das Leben von Arbeitern, von Angestellten beschrieben, die Welt, aus der sie kamen, ne, von Handwerkern. Und die verschwanden aber in den letzten Jahrzehnten aus der Literatur. Da ist ein ganz merkwürdiger Prozess zustande gekommen. Plötzlich haben wir es in der Literatur mehr mit Milliardären zu tun als mit Handwerkern. Ne, und Peter Grendel hat dann mal den Scherz gemacht, ja, ne, stehst du beim Bäcker, ne, willst Brötchen holen, vor dir 5 Milliardäre, kein Handwerker. Ja, genau. Die Welt ist nämlich nicht so. Das hat er sehr schön ironisch dargestellt. Und ich wollte Handwerker und normale Menschen in meine Bücher holen. Ich glaube, dass das auch das, dass das die Leserinnen und Leser auch gut finden. Ja. Dass es eben auch normale Menschen gibt. Ja. Und eben nicht nur Milliardäre, ja, genau, und Villenbesitzer oder sonstiges, sondern eben auch der ganz normale, bodenständige Mensch. Und die sind ja auch jenseits jeden Klischees, weil es sie ja wirklich gibt. Deswegen kann man ja gar nicht in Klischees verfallen. Das heißt, ich gucke mir den Peter Grendel an, ich rede mit dem, ich bin mit Jörg Tapper zusammen, steige ein in die Welt des Konditor, und der sein Café führt. Und wie funktioniert das alles? Ich lerne, wie die denken, wie die reden, wie die handeln. Und wenn ich die dann erzähle als Figuren, kann ich die ja auch anrufen und fragen. Sag mal, wenn das die Situation wäre, was würdest du tun? Ne? Da gibt es ja wunderbare Geschichten, wie ich Jörg Tapper im Café angerufen habe und gesagt habe, Jörg, der Innenminister ist entführt worden. Ich muss den ganz schnell irgendwo unterbringen. Wo können wir den unterbringen?
Und dann sagt er, mein Sohn ist gerade als Austauschschüler in Brasilien, das Zimmer steht leer, da kannst du ihn hinbringen. Und da kommst du als Autor gar nicht selber raus. Jörg hat in dem Moment gedacht, es sei ernst. Und als ich dann sagte, ich schreibe nur am Roman, das war er richtig ein bisschen enttäuscht. Und auch, ja. Ne? Ich hätte ihn, glaube ich, wirklich, was ich. Natürlich, gemacht, ne? Natürlich. So und so kann ich natürlich mit diesen real existierenden Figuren eine ganz andere Welt beschreiben. Ja. Wow! Also es war ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment. Also das muss ich wirklich sagen. Ich war ja von Anfang an dabei. Ich habe ja die Ursprünge mitbekommen. Ich habe ja alles mit begleitet sozusagen und auch mich über jeden Erfolg immer gefreut, wenn es vorwärts ging und so. Das war ja auch gar nicht so klar am Anfang, ob das alles funktioniert. Das muss man einfach mal so sehen. Sowohl den Erfolg der Ostfriesen-Krimis als dann auch die Verfilmung. Und eine Verfilmung ist ja dann auch nochmal eine ganz, ganz eigene Geschichte. Das ist ja auch wichtig, auch Klaus-Peter war das immer wichtig, dass das möglichst authentisch auch verfilmt wird. Also natürlich kann man nie eins zu eins, das Buch, es ist immer eine Adaption, aber es war für mich ein ganz, ganz spannender Prozess und als ich das erste Mal das sah, ich war happy, war aufgeregt und habe gedacht, jo, hoffentlich gibt es eine gute Quote und ich habe mich einfach wahnsinnig mitgefreut, das plötzlich auf der Leinwand zu sehen und ja, es ist einfach nochmal eine völlig andere Kunstform, sag ich mal so. Und plötzlich die Figuren, die man ja sonst so im Kopf hat, man hat ja doch seine ganz eigene Vorstellung von den Figuren. Das ist natürlich auch so mit der Verfilmung. Da gibt es ja dann die Schauspielerinnen und Schauspieler, die das dann auch repräsentieren, die Figuren. Und das weicht zum Teil vielleicht ja sogar auch ab mit der eigenen Vorstellung, auch bei den Leserinnen und Lesern. Und ja, und dann aber trotzdem, ich kann das differenzieren für mich so. Ich habe also immer noch meine eigenen Figuren im Kopf und trotzdem ist es dann unheimlich spannend zu sehen, wie verkörpert jetzt der Schauspieler oder die Schauspielerin die Figur, wie zum Beispiel Barnaby Medjugorje, ne? Der ist ja der Rupert und ich finde, er macht das einfach großartig. Also er ist, ich glaube, er liebt die Rolle, er liebt auch so dieses, ist mein Eindruck jedenfalls, so dieses, diesen, sag ich mal, in Anführungszeichen ein bisschen den Arsch zu spielen, diesen Obermacho und diesen Frauenhelden und trotzdem im entscheidenden Moment immer zu seinem Team zu halten. Also das finde ich schon, ist schon gut gemacht. Und auch der Weller, also der Christian Erdmann, der macht das auch toll. Und Pico von Grote, jetzt die Ann-Kathrin. Also ich finde es einfach, ja, ich finde, ich arbeite wahnsinnig gerne noch mit dem Team so oder ich bin gerne so dabei mit Chivago-Film und das ist schon ein schönes Miteinander, muss ich sagen. Das ist also macht sehr, sehr, sehr viel Freude. Wir sind involviert insofern, wir machen ja immer diesen, einmal im Film diesen Cameo-Auftritt, also à la Alfred Hitchcock ein bisschen und so. Und da warten die Fans drauf. Also es wird immer versucht, mit der Regie einen Punkt zu finden, in Abstimmung mit der Produktion und der Regie, wann haben wir unseren Cameo-Auftritt? Also wann tauchen wir irgendwo auf? Meinetwegen stehen wir im Garten von Ann-Kathrin oder gegenüber. Oder wir stehen an der Würstchenbude, beißen da mal rein. Oder wir stehen am Tatort. Oder was war jetzt noch? Weiß ich gar nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall für die Zuschauerinnen und Zuschauer total wichtig, ja, dass wir auftauchen. Die warten richtig drauf. Die sitzen vorm Fernseher. Wo sind sie denn jetzt? Wo ist Klaus-Peter und Bettina? Also die fiebern mit. Und das damit ist zeigen richtig wir toll. Auch den lesenden Fans, dass wir mit der Verfilmung einverstanden sind. Wenn wir da jetzt nicht dabei wären oder so. Wir kennen das ja alle, dass hinterher bei Literaturverfilmungen mehr Rechtsanwälte beschäftigt werden als Schauspieler. So, und das ist hier anders. Das findet in enger Abstimmung statt. Und das ist auch von uns so ein, Leute, wir sind da, alles ist in Ordnung. Ja, und das macht sowas, echt, ne? Spaß. Also, ja.